An dem Punkt wird die Karte nie weniger wert werden. Also wahrscheinlich wird sie irgendwann 5 Millionen wert sein und 10 oder was auch immer. Und auf einmal kommt Logan Paul, der Vlogger aus Amerika, der dann sich einfach gedacht hat, yo, ich hab Bock auf Pokémon-Karten. Und das hat wirklich so diesen kranken Pokémon-Hype 2.0 ausgelöst. Die Karte hatte damals einen Wert von 150.000, 100.000 Euro.